Ja, also meine Leidenschaft ist natürlich Streaming und das ist quasi mein Traum von jung an gewesen. Also mein Traum, wo ich 14 Jahre alt war, habe ich gedacht, hier, ich sehe YouTube-Videos, wo Leute mit dem Spielen Geld verdienen. Genau das möchte ich auch machen. Und am Ende des Tages ist das genau das, was ich jetzt mache. Ich stehe jeden Tag auf, setze mich hier am PC und freue mich mein Keks darüber, dass ich jetzt wirklich genau das machen kann. Das ist mega cool, ja klar. Phil Ehrlich, alias Autophil, hat es geschafft. Der 22-Jährige aus Bremen hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Für durchschnittlich 700 bis 800 Zuschauer streamt er täglich das Computerspiel League of Legends. Mittlerweile folgen ihm auf der Streaming-Plattform Twitch über 70.000 Menschen. Zu LOL bin ich gekommen, einfach durch einen Schulfreund. Ganz klassische Story ist, er kam zu mir nach Hause nach der Schule, wir haben uns getroffen. Er meinte, hier Phil, ich habe ein neues Spiel, guck mal, wir können das mal spielen eine Runde. Dann bin ich ins Botgame gegangen. Und das lief gut. Also am Anfang war es auch eher der YouTuber, den ich mir quasi vorgestellt habe mit meinen 14 Jahren damals. Da dachte ich, okay, die spielen da Spiele, das macht Spaß, ich spiele auch Spiele, mir macht das auch Spaß, ich würde das gerne auch irgendwie machen und damit Geld verdienen. War ein Traum für mich, hat sich mega gut angehört. Und so kam das dazu, da war der erste Gedanke quasi, der Samen war gesetzt und dann habe ich das einfach weiter verfolgt. Dann habe ich durch die Uniliga, das war der erste Moment, wo ich wirklich das Feuer in mir entfacht habe für das Spiel, weil da habe ich das erste Mal im Team gespielt und da war der kompetitive Gedanke. Also da habe ich gemerkt, im Team 5 gegen 5 macht das nochmal viel mehr Spaß und da ging es richtig los. Da hatte ich dann gedacht, okay, jetzt gebe ich alles, jetzt mache ich richtig los. Also dass es so richtig anfing, dass ich das quasi Fulltime gemacht habe, so ungefähr vor 2, vielleicht 2,5 Jahren. Und da war nämlich dieser Gedanke nach der Uniliga. Ich habe gemerkt, Studium macht mir nicht so viel Spaß, wie ich vielleicht erhofft habe. Das mit dem Spielen und Streamen und YouTube macht mir viel mehr Spaß. Und habe halt einfach probiert, weil ich halt das Privileg hatte, ich habe zu Hause gewohnt, ich hatte die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Und genau die habe ich genutzt, habe ich natürlich mit meiner Mom zu Hause so abgesprochen, hey, ich probiere da gerade was, wie machen wir das, muss natürlich irgendwie kommuniziert werden. Und da ging es los und da habe ich dann richtig angefangen, Zeit investiert und wenn ich etwas verfolgen möchte, dann bin ich da mit Herzblut dran. Also ich mache dann wirklich jede Zeit, jede Sekunde, die ich frei habe, habe ich da rein investiert. Doch aller Anfang ist schwer. Das musste auch der junge Streamer lernen. Ja, die ersten Zuschauer oder die ersten Follower, wie man es auch immer nennen möchte, kommt auf die Plattform drauf an, sind immer super schwierig. Und es war bei mir genauso wie bei vielen anderen. Am Anfang hatte ich einen Zuschauer und das war ich selber. Und dann hatte ich vielleicht 2, 3 Familie, Freunde. Ich habe gesagt, hier, guck mir mal bitte zu, ich brauche ein bisschen Starthilfe. Und da arbeitet man sich wirklich extrem langsam hoch. Also es kann sein, ich habe bestimmt für mehrere Jahre einfach für 1 bis 10 verschiedene Leute gestreamt. Den großen Durchbruch hat Autophil wohl 2 alten Hasen zu verdanken. Der erste Durchbruch, das ging damit los, dass ein Kumpel bei mir übernachtet hat, mein bester Freund immer noch. Und eigentlich wollte ich den Tag mit ihm verbringen quasi. Wir wollen einfach zu zweit ein bisschen was zocken. Und dann habe ich die Anfrage von einem Kollegen bekommen. Hier, Phil, wir suchen gerade noch einen. Willst du mitspielen? Sola ist auch dabei. Ich so, was? Sola spielt mit? Der große, also damals war das für mich halt, jetzt sind wir per Du. Ne? Nico, grüß dich. Und damals war das so, was? Ich könnte mal mit ihm zusammenspielen? Das war halt schon so ein bisschen Fanboy-Moment, muss ich ehrlich zugeben. Und dann dachte ich so, okay, komm, mach ich, weil eigentlich wollte ich mit meinem Kumpel spielen. Er hat es mir dann aber gesagt, komm, Phil, nutz die Chance. Und dann haben wir zusammen gespielt, man hat sich gut verstanden und so ging es los. Und danach war das Spiel vorbei. Ich so, okay, cool, tschüss. Und mein Kumpel meinte so direkt, ey, du musst danach fragen, ob ihr nicht mal zusammenspielen könnt. Ich so, nein, das ist viel zu unangenehm, das ist so aufdringlich, peinlich, das mache ich nicht. Und dann ist er in seinen Chat gegangen, meinte so, Sola, hey, hier, Phil möchte mal mit dir spielen, add den mal. Und ich so, was machst du denn? Das kannst du doch nicht einfach machen, ohne mich zu fragen. Er so, ja doch. Und Sola hat dann gesagt, ja klar, machen wir. Und da habe ich das erste Mal mit ihm gespielt. Und dann hat er mich halt immer mal wieder gehostet. Und das war so der erste Durchbruch. Und der zweite Durchbruch kam dann, wo ich ein bisschen mehr in der Szene drin war, geschuldet durch Sola, mit Kutscher. Und Kutscher hat mich auch richtig oft gehostet. Und das waren so die 2 größten Boosts, würde ich sagen, die ich bekommen habe. Mega dankbar dafür, sonst hätte ich das so einfach nicht hinbekommen wahrscheinlich. Und ja, das war so wirklich der Durchbruch oder die 2 Durchbrüche, die mich bis hierhin getragen haben. Und heute verdient der 22-Jährige genug, um davon zu leben. Ich kann voll davon leben. Also ich hatte quasi das Ziel gesetzt. Ich bin mit meiner Freundin 1,5 Jahre jetzt zusammen. Und davor habe ich halt noch bei meiner Mutter zu Hause gelebt. Und ich meinte zu meiner Freundin, hey, ich möchte mit dir erst zusammenleben, wenn ich weiß, dass ich genug verdiene und mir nicht immer jeden Monat Stress mache, Sorgen machen muss, dass ich genug verdiene. Und dieser Zeitpunkt, wir leben jetzt seit 5 Monaten zusammen. Und da
seitdem lebe ich gut, ja. Also die Einnahmen setzen sich aus extrem vielen verschiedenen Einflüssen ein. Aber man kann quasi sagen, als Content Creator oder Influencer, was man auch immer sagen möchte, wird einem die Reichweite bezahlt. Also je mehr Reichweite man hat, je mehr Leute man mit seinem Content erreicht, desto mehr Geld kriegt man. Ja, also ich bin bei einem Management, ToReach heißt das, und Werbedeals kommen so zustande, dass entweder ich sage, hier, ich habe jetzt Firma XY, mit der würde ich super gerne zusammenarbeiten, könnt ihr mal bei denen nachfragen, ob da eine Möglichkeit besteht, das ist Option A, oder Option B ist, die kommen auf mein Management oder direkt auf mich zu und sagen, hey, habt ihr Leute oder ist Phil daran interessiert, mit uns zu werben? Passt das irgendwie? Passt die Marke zu Phil? Für Autophil ist es wichtig, seine Ziele immer im Blick zu haben. Meine nächsten größten Ziele kann man natürlich erstmal als die Content-Creator-Ziele sehen. Quasi, dass ich auf den Plattformen, auf denen ich bin, also YouTube, Twitch, Twitter, Discord, TikTok auch, dass ich auf diesen Plattformen wachse und bestimmte Milestones erreichte. Average Viewer auf Twitch wäre ein Ziel. Da habe ich einfach bestimmte Zahlen so für mich selber, die ich gerne erreichen möchte. Aber muss man auch aufpassen, weil das, wenn man es nicht erreicht, kann man leicht ein bisschen traurig darüber werden. Aber dann natürlich auch die spielerischen Ziele. Also ich habe halt einen Competitive Background, so bin ich dazu gekommen. Und das ist einfach irgendwie, ich kann es nicht abschalten. Ich möchte gut sein und mein Ziel ist, besser zu werden und immer besser zu werden und eventuell auch mal auf Rang 1 zu kommen. Und ja, da gehe ich meine Baby Steps nach vorne quasi, dass ich immer von Woche zu Woche, Monat zu Monat besser werde.